Und herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, bei der nächsten Ausgabe von Prince of Persia, hier 93. Im letzten Tag haben wir wieder dem Alchemisten die Leviten gelesen und nun bin ich auf der Suche nach dem Lichtkamm, weil... Moment, wo sehe ich es? Wo kann ich es euch zeigen? Hier. Ich habe 249 Lichtkeime und ich brauche mindestens 340, um die nächste Fähigkeit freizuschalten, um neue Gebiete zu besuchen, weil im Moment habe ich alle Gebiete gemacht, die mir zur Verfügung stehen, die mir offen stehen und hier, whoop. Das kann jetzt ein bisschen dauern. Da macht man mal ein bisschen Pause vom Spiel und dann vergisst man total wieder, wie es funktioniert. So sieht's aus. Jupp. So, ich habe wirklich keine Ahnung. Manche, die sind ja offensichtlich. Mein Vergnügen. Ja, auch mein Vergnügen. Ist mir immer ein Vergnügen, dich aufzufangen. Moment. Habe ich diese Platte da drüben schon mal verwendet? Ich bin mir unsicher. Ich glaube, von der wäre ich teleportiert. Also ich war. Manche Lichtkeime sind ja schon offensichtlich zu entdecken und dorthin zu kommen. Aber bei manchen da habe ich keine Ahnung, wie ich da hinkomme. Das muss ich dann erstmal ausprobieren. Bitte runterfahren lassen, dankeschön. Weil hier in dem Gebiet, wo ich im Moment bin, fehlen mir nur noch 5. Hab Dank, ich hab bitteschön. Komm in meine kräftigen, breiten Arme. Jupp. Jupp. Okay. Am besten fange ich einfach mal von hier aus an. Also diese und wahrscheinlich auch noch die nächsten Folgen. Was war das denn jetzt bitte wieder? Werden wahrscheinlich darum gehen, dass ich hier die Lichtkammer einsammle. Und das werde ich nicht schneiden. Nein, nein, ich werde das zeigen. Damit vielleicht werde ich auch die genau an dieser gleichen Stelle... Ui, da geht's hier runter, ne? Die auch an dieser Stelle hängen, wissen... Oh, wie kommen sie denn da dran? Und ich möchte das selbst... Uppala. Selbst herausfinden. Also. Wo haben wir die Lichtkammer? 1, 2, 3 sehe ich dort. Wie komme ich da hin? Ich müsste von da oben oder von da unten? Jupp. Und jupp. Wo hat die Edeka eigentlich so gelernt, so zu klettern? Das habe ich mich, glaube ich, nie gefragt. Wie komme ich da? Komme ich da irgendwie hoch? Und da. Jupp. Ich muss irgendwie auf die nächste Ebene und das ist aber laut nochmal. Komm schon, ein bisschen um die Kurve springen. Alter. Ich lass mal wohl Ormast danken, was? Jojo. Danke dir. Oh, Moment mal. Ich glaube, das hätte ich nicht tun müssen und... Oh, da fällt sie. Fällt sie in die Tiere, ne? Doch nicht, da ist sie schon. Ach. Bin ich beruhigt. Wer rettet sie eigentlich, wenn sie runterfällt? Ist wirklich nicht. Ja, genau, da. Das war der Fehler. Dass ich es am Anfang geschafft habe, das liegt auch nur daran, dass ich verdammtes Glück hatte. Jupp. Ah, da oben sind andere, welche. Ah, nee, das waren die drei, die ich gesehen habe. Okay, halte ich mal dran fest. Also, ich sehe da drei und wo sind bitte die zwei anderen? Ganz ehrlich, so eine Fähigkeit, die mir genau anzeigt, wo sind die Lichtkammer? Sowas wie ein Lichtscan, Lightscan. Wäre praktisch. So komme ich ja nur auf die andere Seite. Wie komme ich da hoch? Da, 1, 2, 3. Ich habe... Ich glaube, dass ich die Griffplatten brauche oder nicht. Für euch ist es sicherlich offensichtlich. Ihr kennt das Spiel schon, ihr habt es gelebt. Ihr seid gestorben, habt es verheiratet, seid geschieden und was weiß ich noch alles. Habt vielleicht Kinder damit gekriegt. Aber ich... Ich habe keine Ahnung, wie es hier weitergeht. Da ist es für mich wirklich ausprobieren. Jupp. Wie bin ich überhaupt das erste Mal nochmal da hochgekommen? So lange her. Ach da. Da die Säule hoch. Säule? Oder Pfahl? Oder... Wie würde man das einordnen? Dieses Teil hier. Dieses Bauwerk. So. Jetzt bin ich hier. Wie komme ich auf diese Seite? Ach. Da die Reben hoch. Okay. Verstanden. Nein, lass dich runter. Lass dich runter. Alter. Dass mir das nicht aufgefallen ist. Das ist leider auch im Privaten so. Wenn etwas nicht genau vor meiner Schnauze steht, dann sehe ich es nicht. Ja. Genau.
Wenn der Blickwinkel dann funktioniert das, da kann man nämlich hier wubididi wubididi wubididi. Einmal, zweimal und dreimal. Jetzt habe ich die drei hier, jetzt fehlen mir nur noch zwei in dem Gebiet und dann ist dieses Gebiet schon mal perfekt abgeschlossen. Nun ist die Frage, wo sind die anderen zwei Keime? Da habe ich jetzt nämlich wirklich gar keine Ahnung. Okay, einmal runterfallen lassen, das dürfte doch gehen. Wo sind die? Am besten gehe ich nochmal ganz hoch auf den Turm und schaue, was ich da entdecken kann. Yep. So, jetzt weiß ich ja einmal hier an diesen Mast. Nee, Mast ist bei Schiffen. Träger? Ist das ein Träger? Ist kein Hosenträger. Ein Gebäudeträger. Yep. Ich glaube, hier außenrum habe ich schon alle gefunden. Mann, 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 wenn das Lichtkeime sind, kann was draus wachsen? Ja gut, wir haben ja mal... Oh, falsche Taste. Am Anfang haben wir ja einen Lichtbaum gesehen. Aber wenn man den anschaut, dann hat man auch noch einen Lichtblick. Nett. Das war auch nicht das, was gewollt war, aber mit Tücke und Eleganz haben wir es ja noch hingekriegt. Habe ich da drüben was verpasst? Nein. Wie man sich nochmal hier dem ganzen Gebiet hier bewusst wird, dass man hier so alles Schönes sieht. Jupp. Rüber und gelandet. Dankeschön. Und einmal Mauerlauf. Na gut, vielleicht sind auch gar nicht hier die Lichtkammer, sondern eher auf dem Mittelteil. Was weiß ich denn? Schauen wir nochmal. Habe ich hier irgendwas verpasst? Scheint nicht so zu sein. Also wenn ich nochmal am Schalter drücke. Passiert nichts. Ich streng gerade meine Augen an, ob ich... Ich bin mir unsicher, ob ich bei denen schon war, aber... Wie komme ich da überhaupt hin? Komme ich da überhaupt drüben hin? Ich kann hier nicht um die Ecke hüpfen. Dankeschön, einmal Wechsel. Ansonsten würde ich nämlich wirklich sagen, dass die... Lichtkammer auf einem der Mitte, auf einem der Übergangswege sind. Wie gesagt, ich weiß. Extrem spannender Part. Du auf der Suche nach dem Lichtkeim. Nein. Ach komm, du wärst auf dem Boden gelandet. Ich sollte wohl Ormast danken, was? Ja, du solltest so vielen danken. Nur nicht dem Chovo. Mir ist sie hier nicht. Moment, ist da was? Kann ich da hochklettern? Nee. Okay, dann schaue ich am besten einfach mal auf den Zwischenwegen. Dann, die zählen ja im Grunde auch noch, bis ich zu einem Gebiet bin. Daher. Aber auf der einen Seite zwei Stück fehlen mir. Das kann doch nicht sein, dass ich die... Ich laufe hoch und dann sollte er sich eigentlich festhalten. Oder muss ich noch die A-Taste drücken? Hier sind auch keine mehr, oder? Also ich sehe nichts. Ich sehe nur eine gehende Tiefe. Gehender Abgrund. Wieso sagt man gehend? Weil es so weit auf uns steht wie der Mond, ne? Da unten beginnt schon ein neues Gebiet. Da kann es also nicht sein. Dann schauen wir mal auf die andere Seite. Jupp. So, habe ich da unten was verpasst? Ja, Flötelspieler. Verbrauchst bloß nicht einen Einsatz. Ansonsten zerstört die ganze Atmosphäre. Jupp. Also wenn es da drüben nicht ist, dann habe ich wirklich keine Ahnung. Ich meine, es sollte ja schon in der Lage sein, alle zu finden, oder? Oder gab es da nochmal irgendwie geheime Lichtkeime? Ansonsten werde ich einfach in den anderen Gebieten schauen, weil es gibt genug andere Lichtkeime, die ich noch nicht gefunden habe. Jupp. Weil hier sehe ich jetzt auch keine Lichtkeime mehr. Jupp. Oh, da drüben. Habt ihr euch versteckt vom kleinen Jovo? Da komm mal her. Aha, da seid ihr ja, da seid ihr ja. Jupp. Einmal
Und der letzte. Oder sehen die schon zum anderen Gebiet? Moment. Nein, die zählen schon wieder zu einem anderen Gebiet. Schade. Aber zumindest kann ich hier jetzt weiter sammeln. Zählen die noch zu dem anderen Gebiet? Ihr habt euch gut versteckt. Besser als Ostereier. Nicht springen, nicht springen. Ich sehe nichts, ich sehe nichts. Jupp. Danke. Gern geschehen. Moment. Ja, hier. Ich bin ja schon komplett in einem anderen Gebiet. Aber wo sind denn mit diese zwei letzten Lichtheimen? Also sowas, das macht mich wirklich... Sowas lässt mich nicht in Ruhe. Hm? Bin ich hoffentlich nicht... Ich denke, da bin ich nicht der Einzige. Einmal runterrutschen. Danke. Ich habe schon gehört oder... Mir ist bekannt, dass auch bei anderen Menschen dieses... Nicht-Vollenden von Sachen, dass es halt... Nervig ist. Gut, Alter, da habe ich viel übersehen. Jawolligen, jawolligen, jawolligen. Ich brauche ja immer noch 3 und... 83 brauche ich. Meine Fresse, da hätte ich mal wahrscheinlich in den anderen Gebieten hier ein bisschen fleißiger sein sollen. Das heißt, es hier alles holen. Was war... Da kannst du ja schon die Seite hüpfen. Wir müssen weitergehen. Ja, weitergehen, nicht weiterfallen. Sonst werden wir hinfallen und werden überfallen. Jupp. Und hüpp. So. Einmal runterlassen, dankeschön. Hab euch! Und wer hat dich? Ich nicht. Okay. Okay, also hier kann ich erst was mit einer neuen Fähigkeit machen. Jupp. Welche möchte ich mir überhaupt freischalten? Das überlege ich mir sobald ich soweit bin. Das kann man nicht alles richtig, keine Ahnung. Puh, Gut. Hab nicht wirklich Gesprächsstoff, weil ich gerade am Überlegen bin. Wo sind denn ganz schlecht keine? Wo sind denn geblieben? Ich habe keine Ahnung. Hier fängt ja schon wieder die Dunkelheit an. Lässt du meinen Schal in Ruhe? Jo, hier schon wieder alles verdorben. Bösartig. Versaut. Jetzt geht's wieder los. Ja, können wir ein bisschen trainieren. Jawohl. Aha. Wow. Autsch. Musste sein, was? Wieso werden sie mal dünn und mal dicker? Hep. Hep. Bin drin. Jupp. Hep. Babuschke. Das war eine nice Kombo. Schau durch den Schaden an. Sogar mit einer schönen kleinen Puse am Ende. Na, das ist sauer. Okay. Ach, das, was ich verwenden soll, leuchtet auch noch. Autsch. Bin bereit. Da werde ich mal besser achten sollen. Jupp. Autsch. Hup. Das war knapp. Da merkt man richtig, wie dieses Spiel mit all diesen visuellen Sachen arbeitet. Eieieiei. Wieso stößt er mich eigentlich nicht runter? Ich. Ich meine, ich, wenn ich die Möglichkeit habe, stoße ich ihn runter und er, der schmeißt mich immer wieder zurück. Warum? Ja, hier bin ich wieder auf dem Mittelweg. Warte, hier bin ich und da habe ich erst 20 von 45. Zumindest mache ich mir jetzt ein schönes Bild. Guckt euch all die Lichtkammern an, die ich hier verpasst habe. Wenn ich immer damit beschäftigt war, hier den Bösen in den Hintern zu treten. Naja. Jupp. Und jedes Mal kann ich nur immer wieder sagen, was für ein Zufall, dass die Sachen so gebaut sind. Würde da zum Beispiel der eine Vorsprung nicht sein, dann hätten wir ein großes Problem. Denn auch wenn wir ein bisschen ja was meistern können, bomben können wir es nicht. Jupp. Und jupp. Und dab. Und dabidi. Und dabidi dabidi. Meine Fresse. Den Weg war ich nie gegangen, oder? Jupp. Einmal drehen, einmal drehen. Oh, nochmal drehen. Einmal hübel. Da ist noch einer. Und springen. Jupp. So, bin ich hier? Bin ich richtig? Jawohl, danke schön.
Oh Mann, oh Mann, will ich mir wirklich das Ziel setzen, alle zu sammeln? Na gut, das überlege ich mir vielleicht nochmal. Jupp! Na, mein kleiner Blubberheini. Muss ein bisschen warten. Ich bin beim Lichtkeim aufsammeln. Naja, ich habe die Lichtkeime eingesammelt. Genau das wollte ich. Ich glaube, ich habe einen. Ja, einen habe ich übersehen. Der da hinten kann so viel blubbern, wie er will. Da habe ich doch auch welche gesehen, oder? Wie habe ich dich verpasst? Zurück. Alle Mann zurück. Wupp. Jupp. So, mein Freund. Sollst du dich verlassen fühlen. Lichtkeime sind alle bei mir beliebt. Hm? Da habe ich keine Favoriten. Juhu. So, wie komme ich zu dir hin? Das ist die Frage. Ich glaube, so komme ich überhaupt nicht an dich dran, oder, mein kleiner Freund? Ja, da sind sogar ein paar mehr. Tja, da muss man außen rumklettern. Gut, ich hätte mir den Weg sparen können. Aber ich bin sowieso sonst nicht. Sonst sowieso sehr spendabel. Ja. Was das angeht, was in meinen Magen landet, was das Geld anbelangt. Was ich will das Essen, was in meinen Mund wandert, angeht. Okay, einmal sup. Aha. Ja, danke schön, dass du dich mir in den Weg stellst. Da komme ich gern vorbei, da komme ich gern mal durch. Jupp. Wisst du wohl. Und hab. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Da bist du jetzt nicht runtergefallen. Der sehen wir da wieder hinter. Und der Blubberheini, der blubbert sich einen. Willst du vielleicht noch einen Bubble Tea? Jupp. Servus. Ah, das ist wieder so ein dünner Typ. Achso, Handschuh brauchen wir. Naja, ist ein Leichtgewicht, den kann ich leicht heben. Autsch. Hoppa, nope. Ja, verstanden. Nimm den Handschuh. Und stoß ihn runter. Sobald sich die Chance ergibt. Dankeschön. Moment, hat er gerade gefragt, wie viele von denen gibt's noch? Ich würde mal sagen, eine ganze Armee. Gute Frage, wieso tut der Arimandi nicht eigentlich alle auf einmal auf ihn hetzen? Hm? Okay, wie komme ich jetzt wieder da hoch? Weil da drüben geht's jetzt wieder weiter. Zu einem Gebiet, wo ich nichts ausrichten kann ohne die passende Kraft. Und da waren die Tentakeln schon und sprießen aus den Wänden wie die Maiglöckchen. Maiglöckchen. Im Sommer? Frühling? Ich kann Ahnung, wann die blühen. Jupp. Wahrscheinlich kann ich die. Das war falsch. Wahrscheinlich erreiche ich die anderen, wenn ich da über den. Über die Platten dann fliege. Kennt ihr das, wenn ihr manchmal so viel redet und vergesst, Luft zu holen? Und euch ein bisschen komisch wird? Das habe ich gerade. Ich habe das bei mir auch so. Kleiner Drang. Über was reden wollen. Wobei ich ja jetzt bei dem einen Part, da hatte ich blöderweise vergessen, die Aufnahmetaste. Das kann also auch passieren, gut. Da hatte ich blöderweise vergessen, hier. Jep. Die eine Datei zu bearbeiten und deshalb habt ihr dann halt die schöne Musik vom Spiel hier genießen können und zwar mehr, ohne mein ganzes Gebrabbel. War wahrscheinlich sogar eine Wohltat. Hm? Werden welche sagen, jupp. Hamana, ui. Und ui. Und ui. Aha. Dankeschön. Ein bisschen Action. Warum nicht? Bisschen Action-Musik für zwischendurch. Wie komme ich an dich dran? Ich habe eine Idee. Ist wahrscheinlich kompliziert, aber hey. Und hüpp. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Wie hoch kann ich denn? Ach, das hätte ich sogar machen müssen, um an den einen ranzukommen. Ungewollt wieder das Richtige getan. Unbewusst das Richtige getan. Meine Fresse, ich bin stolz auf mich. Wie kommen wir jetzt wieder runter? Jep. Okay, ganz vorsichtig. Jep. Wunderbar. So. Wie komme ich an dich dran, ohne zu sterben?
Naja. Den. Es ist sicher möglich, den zu kriegen, ohne runterzufallen. Ich weiß nur nicht wie. Jupp. So kann man sich auch eine schöne Abkürzung machen. So, Lichtkeime, Lichtkeime. Was reimt sich auf Lichtkeime? Reime. Keime, Reime. Wie komme ich. Moment, da links ist einer. Wie komme ich denn zu dem da oben hin? Hm. Da sehen wir eine Stange und. Ich fliege erstmal über die Platten, mal sehen, was passiert. Hui! Gut, wenn ich mich da fallen lasse, würde ich einfach sterben, oder? Ja. Das könnte nämlich auch ein Trick sein, dass an manchen Stellen da muss man, darf man einfach nicht weiter drücken und dann kommt man zu ganz anderen Gebieten. Was weiß ich denn? Jupp. Und jupp. Wupp. So. So, einmal hochziehen und jupp. So. Wieder ein neues Stückchen. Stückchen vom großen Puzzleteil. Jupp. Soweit ich mich erinnere, wenn man alle findet, schaltet man, glaube ich, das. Ich glaube, für den Prinzen schaltet man das ein Assassinen-Outfit frei. Okay, jetzt muss ich gerade nochmal schauen. Ich muss mich runtergleiten lassen, aber. So, dass ich alle erwische. Komm durch! Da ist er schon! Okay, Achtung, ich will alle erwischen. Alle auf einmal. Dankeschön. Das war perfekt gewesen. Ah. Diese Platte habe ich, glaube ich, noch nicht aktiviert, oder? Da ist ja auch eine. Hm. Na, mein kleiner Blausch mit der Linken, kannst du mir weiterhelfen? Spring runter. Beende die Sache. Du bist kein freundlicher Schmetterling. Ich bin Nachtwalter. Ich bin der Detektiv. Hammer. Und hui! Ach. So kommt man da hin. Und da sehe ich ja natürlich noch ein paar andere an der Wand. Also das war der normale Weg. Na gut. Aber so komme ich. Komme ich so auf die andere Seite? Hm. Ich sehe, wie ich da. Ich glaube, da komme ich von der anderen Seite hin, oder? Okay, einfach runterfahren lassen. Nein. Ach, komm schon. Einmal richtig springen. Ja, wir können weiter und springen. Gerade wurde es mir ganz knapp. Weiß vor Augen. Nein, spring. Ich komme dahin. Das ist sicher nicht die richtige Weise, dahin zu kommen, aber ich komme dahin. Ich sag's euch. Springen. Und hamna, hui! Achso, das bringt mich nur wieder an den Anfang zurück. Und da oben haben wir immer noch welche. Und zwar von... Oh, nur noch 6. Gut, dann schaue ich erstmal woanders nach. Da fehlen mir 2. Da habe ich nur wenige. Teleportieren. Aber das, meine Damen und Herren, die Windmühlen, die untersuchen wir dann beim nächsten Mal nochmal her. Vom Winde verweht sind all die schönen Lichtkeime wie die Pusteblumen vom Löwenzahn, um überall woanders ihre Saat sprießen zu lassen, damit neue Gewächse die Erde bevölkern können. Ja. Ich weiß nicht, wie viele Episoden so noch ablaufen werden. Aber ich werde mich bei allen beziehungsweise anstrengen, dass es nicht zu viele Parts sind, weil ich weiß, da das Spiel halt, sag ich mal, nicht so viel Abwechslung bietet, halt mal springen, mal laufen, mal kämpfen, dazwischen mal sammeln, möchtet ihr dir wahrscheinlich mehr jedes Springen und Kämpfen sehen. Ich natürlich auch. Aber dennoch, manchmal muss es sein. Und bis dahin, meine Damen und Herren, hoffe ich, hat Ihnen diese Ausgabe von Prince of Persia gefallen. Wenn ja, lassen Sie es mich bitte wissen. Bis dahin, ihr 93 Jovo. I love to entertain you. Tschüss and goodbye.